Der Film beginnt damit, Szenen aus einem Comic namens Arachnid zu zeigen. In diesem Comic gibt es einen Charakter, der sich in eine Spinne verwandelt und spinnenähnliche Fähigkeiten erlangt. Die Geschichte wechselt dann zu einem jungen Mann namens Quentin, der ein großer Comic-Fan ist. Eines Morgens wacht Quentin auf, putzt sich die Zähne und macht Frühstück für sich und seinen niedlichen Hund. Anschließend macht er sich fertig für die Arbeit. Als er seine Wohnung verlässt, sieht er seine Nachbarin Babe, die eine reizende Dame ist, auf dem Weg zur Schule. Sie gehen zusammen die Treppe hinunter, da sie gleichzeitig das Haus verlassen. Während sie gehen, sprechen sie über einen Serienmörder namens Midtown Serienmörder, der Angst in ihrer Nachbarschaft verbreitet. Quentin ist sauer, weil die Polizei diesen Serienmörder nicht gefasst hat. Er sagt sogar, er würde den Mörder selbst verfolgen, wenn er, B.I., der Polizei wäre. Draußen fangen einige Rowdies an, sich über Babe lustig zu machen, und Quentin versucht, sich für sie einzusetzen. Aber die Rowdies machen sich auch über ihn lustig, ärgern ihn, weil er bei der Arbeit keine Waffe hat, und nennen ihn schwach. Es stellt sich heraus, dass Quentin B.I. seiner Arbeit keine Waffe zugewiesen bekommt, und die Rowdies verspotten ihn, weil er keine starken Muskeln hat. Babe tritt ein und verteidigt Quentin gegen die Rowdies, was ihn frustriert, da er sie nicht beschützen kann. Quentin besucht seinen Lieblingscomicladen und stößt auf eine Arachnid-Actionfigur, die er in Raten bezahlen kann. Er ist auch von einem limitierten Comicbuch fasziniert, das die Kräfte von Arachnid zeigt. Quentin sehnt sich nach solchen Fähigkeiten und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Er vertraut sich seinem älteren Partner an und erzählt ihm von seinem Mangel an Selbstvertrauen, Babe um ein Date zu bitten. Sein Partner ermutigt ihn und zeigt Stolz auf ihn. Quentins älterer Partner erwähnt, dass dieses Rot die Stärke einer Spinne steigert. Später vertieft sich Quentin in einen Comic, was das Interesse seines älteren Partners weckt. Sie diskutieren, wie das Lesen von Comics wie Tagträumen über verschiedene Szenarien ist. Quentin teilt seine Bewunderung für einen Charakter mit übernatürlichen Fähigkeiten und sieht sie als Helden. Quentin verlässt den Raum und überlässt es seinem älteren Partner, die Sicherheitskameras zu überwachen. Unerwartet entdeckt der ältere Partner Eindringlinge, die eindringen, was zu einer Konfrontation führt. B.I., der er sich den bewaffneten Räubern ergibt. Als Quentin in den Raum zurückkehrt und die Situation sieht, eilt er, um seinen Partner zu retten. Ein Polizist namens Williams kommt mit seinem Partner und der Partner stürmt unvorsichtig ins Labor und liefert sich einen Schusswechsel mit den Räubern. Die Kugeln fliegen überall hin und verhindern, dass Officer Williams und Quentin ins Labor gelangen. Der ältere Partner versucht zu intervenieren, wird aber schwer verletzt, ebenso wie der Polizist und ein Wissenschaftler. Als Officer Williams und Quentin endlich den Raum betreten können, sind die Räuber verschwunden. Ein Detective kommt zum Tatort und stoppt das aggressive Verhalten von Officer Williams. Der Detective untersucht die Motive der Räuber für das Anvisieren der Einrichtung und befragt den Anlagenleiter nach ihren Aktivitäten. Der Leiter enthüllt, dass sie Widerstandsforschung betreiben. Während dieses Chaos gelingt es einer experimentellen Spinne, aus dem Labor zu entkommen, nur um von einem Passanten zertreten zu werden. Zur Überraschung aller regeneriert sich die Spinne und geht davon, als wäre nichts passiert. Quentin, der sich schuldig fühlt über den Tod seines älteren Partners und Macht erlangen will, spritzt sich die rote Chemikalie aus dem Labor. Ihm wird übel und er verliert das Bewusstsein. Am nächsten Tag hört Babe den ständigen Alarmton aus Quentins Wohnung, da die rote Chemikalie offensichtlich einen großen Tribut von ihm fordert. Nachdem Quentin sich mit der roten Chemikalie injiziert hat, sucht er Erleichterung, indem er in einer mit Eis gefüllten Badewanne ruht. An diesem Abend kehrt Babe in das Apartmentgebäude zurück und erfährt von den Tötungen am Arbeitsplatz, als sie den anhaltenden Alarm in Quentins Einheit hört. Mutig betritt sie seine Wohnung und findet einen kranken Quentin. Sie bemerkt jedoch eine Nadelwunde an seinem Arm. Quentin enthüllt, dass er sich versehentlich mit der Chemikalie aus dem Labor injiziert hat. Er drückt seine Dankbarkeit aus und äußert Frustration darüber, der nette Kerl zu sein. Babe beruhigt ihn und deutet an, dass einige maximalen Kerle zu schätzen wissen und schlägt vor, dass er sie in der Zukunft um ein Date bittet. Während Quentin sich erholt, wächst sein Appetit und er gönnt sich ein herzhaftes Essen. In einer Bar trifft er auf Officer Williams, der mit der Frau des Detectives flirtet. Der Barkeeper hält Quentins Venen irrtümlicherweise für ein Tattoo und hält ihn für einen coolen Typ. Quentin erkundigt sich nach Officer Williams und der Frau des Detectives. Und der Barkeeper enthüllt die Anziehungskraft der Frau auf starke, hormonell betriebene Männer und erklärt ihre offene Untreue mit Officer Williams.
Der Barkeeper erwähnt auch, wie Polizisten den Detective verspotten, weil er B.I. einer Begegnung mit Kriminellen in Panik geraten ist. Bald darauf kommt der Detective an und bringt seine Frau nach Hause, während Officer Williams ihn verspottet, weil er es nicht geschafft hat, den herumstreunenden Serienmörder in ihrer Stadt zu fassen. An diesem Abend kehrt Babe zum Apartmentgebäude zurück und spürt, dass sie verfolgt wird. Plötzlich wird sie von hinten vom Serienmörder gepackt. Es entbrennt ein heftiger Kampf und beide stürzen zu Boden. Der Mörder versucht erneut zuzuschlagen, aber Babe wehrt sich und stößt ihn schließlich mit einer Reihe von Schlägen ab, obwohl er stärker ist. Bald darauf überwältigt der Serienmörder Babe mit seiner körperlichen Stärke, macht sie hilflos und lässt sie das Bewusstsein verlieren. Es scheint, als hätte er nach der Injektion der roten Chemikalie aus dem Labor eine gesteigerte Wahrnehmung erlangt, fast wie einen Spinnensinn, zusammen mit neuer Stärke. Er betritt die Szene und entdeckt den Serienmörder, der Babe angreift. Ohne zu zögern eilt Quentin zu ihrer Rettung, packt den Angreifer und wirft ihn mit seiner übernatürlichen Stärke beiseite, was die Bedrohung effektiv beendet. Schnell springt Quentin aus dem Fenster, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da er spürt, dass die Chemikalien stärkeren Einfluss auf seine Sinne nehmen. Der Detective erkundigt sich nach der Person, die Babe gerettet hat, aber sie kann keine klare Beschreibung geben, da sie während der Rettung das Bewusstsein verloren hat. Quentin kehrt zurück und erkundigt sich nach Babes Wohlbefinden und sie beschreibt den mysteriösen Helden, der sie gerettet hat. Mit einem Schub von Glück und Selbstvertrauen kehrt Quentin in seine Einheit zurück und sieht sich nun als etwas Ähnliches wie die Figur Arachnid. Der Detective hingegen kehrt enttäuscht nach Hause zurück, dass ein Zivilist den Serienmörder gefangen hat, da er glaubt, dass dies seine Aufgabe sei. Die Begegnung mit dem Serienmörder hat seine Frau traumatisiert und die Beziehung belastet. Er versucht sie sowohl mit Worten als auch mit seiner physischen Anwesenheit zu trösten, um ihre Beziehung zu reparieren. Am nächsten Tag hat Quentin Schwierigkeiten beim Schlafen aufgrund seiner gesteigerten Sinne, die jedes Geräusch in der Ferne verstärken. Um damit umzugehen, wendet er sich dem Arachnid-Comic für Inspiration zu. Er beginnt, den Lebensstil von Arachnid nachzuahmen, indem er eine Kamera an seiner Tür installiert und eine Hängematte zum Schlafen vorbereitet und seine neue Identität als Held annimmt. Quentin bemerkt, wie Babe ihre Sachen für die Lagerung im Keller packt, und er bietet seine Hilfe an. Belebt von seiner neu gewonnenen Stärke, bringt Quentin einen der Rowdies zum Schweigen, indem er ihm den Mund zuhält, was sie vor Angst davonjagt. Babe ist angenehm überrascht von Quentins neuer Durchsetzungsfähigkeit und drückt ihre Dankbarkeit aus. Comicbücher fallen aus ihrer Kiste und enthüllen ihre gemeinsame Leidenschaft für das Lesen von Comics. Später besucht Quentin den Comicladen, wo der Besitzer eine interessante Information über Spinnen teilt, die sich nicht auf nicht bewegende Menschen stürzen. Bei seiner Rückkehr nach Hause wird Quentin jedoch von einem plötzlichen Gefühl der Verzweiflung überwältigt. Er beginnt zu glauben, dass er sich verwandelt, ähnlich wie die von ihm bewunderte Arachnid-Figur, was ihn glauben lässt, dass er sich langsam in eine Spinne verwandelt. Er verliert das Bewusstsein und erwacht, um sich an einem Spinnennetz hängen zu finden, das mit seinem Bauch verbunden ist. Quentin entdeckt bald, dass er Spinnennetze schießen kann, und er testet es an seinem Hund, wobei er den armen Hund versehentlich an Ort und Stelle fängt. In seinem Zustand des extremen Hungers erwägt er, sein geliebtes Haustier zu essen, schafft es aber, den Hund aus dem Netz zu befreien. In seiner Verzweiflung läuft Quentin mit seiner neuen übernatürlichen Geschwindigkeit davon. Unterwegs trifft er auf einen Mann, der eine Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft angreift. In dem Glauben, dass dies sein Heldenmoment ist, greift Quentin ein und verursacht versehentlich den Tod des Mannes. Die Kassiererin, in Tränen, enthüllt, dass der Mann ihr Freund war und sie in einem Rollenspielszenario waren. Sie versucht, die Polizei anzurufen, aber Quentin hält sie auf und fängt sie in einem Spinnennetz ein, immobilisiert sie. In diesem Moment kommt Officer Williams an der Szene an und hilft dem gefangenen Mädchen. Quentin, der jetzt einem Spinnenschwein ähnelt, stürzt sich auf Williams und nimmt ihn mit in den Keller des Apartments. Am nächsten Tag überlässt Quentin seinen Hund Babes Obhut und hinterlässt einen Zettel, in dem er seine Unfähigkeit erklärt, sich eine Weile um den Hund zu kümmern. Besorgt klopft Babe an Quentins Wohnungstür, aber er vermeidet es, ihr aufgrund seiner anhaltenden körperlichen Veränderungen ins Gesicht zu sehen. In der Zwischenzeit kommen der Detective und der Gerichtsmediziner im Lebensmittelgeschäft an und finden die Kassiererin und ihren Freund tot vor. Der Körper des Mannes ist komplett entleert, was darauf hindeutet, dass Quentin ihn als Nahrung genutzt hat.
Zurück im Apartment durchläuft Quentin eine schmerzhafte Transformation, die in einem verstörenden, spinnenartigen Mund und einem durchdringenden Schrei resultiert. Als Babe diesen Schrei hört, klopft sie an seine Tür. Quentin fragt sie, ob sie sich auf ein Date einlassen würde, wenn er sie fragte, und sie nimmt an. Doch er kann in diesem Moment nicht den Mut aufbringen, sie zu fragen, und bittet sie zu gehen, da er sich nicht mit seinem verstörenden, spinnenartigen Aussehen konfrontieren kann. Am nächsten Tag wacht Quentin auf. Sein Aussehen kehrt zur Normalität zurück, aber er wird von einem extremen Hunger verzehrt, der ihn dazu treibt, ununterbrochen nach Nahrung zu suchen. Während er nach Nahrung sucht, tauchen die Rowdies am Apartment auf, um ihn zur Rede zu stellen. Quentin fängt einen der Rowdies ein und nimmt ihn mit in den Keller, was den gefangenen Rowdy laut schreien lässt. Der andere Rowdy versucht zu entkommen, wird aber von Quentin mit Spinnennetzen gefangen. Am nächsten Tag erfährt die Frau des Detectives, dass Officer Williams verschwunden ist und drückt ihr Bedürfnis nach ihm anstelle ihres Ehemannes aus und vermutet, dass der Detective Informationen vor ihr zurückhält. Er bringt sie zur biochemischen Einrichtung zur Untersuchung, aber der Einrichtungsleiter erklärt, dass sie nicht für forensische Analysen ausgestattet sind. Der Detective befragt den Einrichtungsleiter nach ihren Operationen und dieser enthüllt widerstrebend, dass sie Experimente durchführen, um die Fähigkeiten der Spinne auf Menschen anzuwenden. Er weigert sich, weitere Informationen preiszugeben, da das Experiment als streng geheimes Regierungsprojekt klassifiziert ist. Inzwischen verschlechtert sich Quentins Verwandlung in ein spinnenartiges Wesen und er spürt das wachsende Bedürfnis, seinen gefährlichen Handlungen ein Ende zu setzen, bevor er anderen schadet. Er sucht die Hilfe des Ladenbesitzers und fragt nach den Schwächen von Arachnid. Der Ladenbesitzer enthüllt, dass das Herz von Arachnid die entscheidende Schwachstelle ist, weil es menschlich bleibt und keine Regenerationsfähigkeiten besitzt. Der Detective fährt zu Quentins Wohnung, mit seiner Frau dicht auf den Fersen. Der Detective begibt sich in den Keller und entdeckt Officer Williams, der in einem Spinnennetz gefangen ist und kaum noch atmet. Als er den dunklen Keller erkundet, stolpert er über weitere Leichen, die im Netz verstrickt sind. In diesem Moment greift Quentin in einem mutierten Zustand die Frau des Detectives an. Der Detective kommt gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Quentin wegläuft und wie ein Spinnenschwein aussieht. Oben trifft Babe auf Quentin in seiner vollständig verwandelten Spinnenform mit spinnenartigen Anhängen, die aus seinem Körper ragen. Der Detective findet sie bald in einem riesigen Spinnennetz gefangen. Quentin gibt sich zu erkennen und bittet den Detective, sie zu retten, sagt ihm aber auch, sein Herz zu erschießen. In seinem letzten Atemzug starrt Quentin Babes Gesicht an und stirbt schließlich in ihren Armen. Am Ende wird Quentin zu einer Legende und der Ladenbesitzer verewigt ihn, indem er eine Actionfigur in seinem Abbild erstellt.